Wunderschönen Freitagmorgen, liebe Trader, und herzlich willkommen zu unserem Freitagswebinar, das zum einen die täglichen neuen Handelsideen für Sie bereithält und dazu dann natürlich auch noch weitere Inhalte, und zwar der Wochenausblick für die nächste Woche und einige Themen um Indizes und etwas Education. Darauf gehen wir dann auch direkt ein an dieser Stelle. Also ein herzliches Willkommen an alle Live-Zuschauer hier direkt in Facebook und auch an all diejenigen von Ihnen, die direkt dann entsprechend im Kanal von YouTube dieses Video im späteren Handelsverlauf auch sehen. Wer dieses Video in der Regelmäßigkeit auch über YouTube haben möchte, wir haben es jetzt technisch eingerichtet, dass wir diese Videos auch auf YouTube für Sie zur Verfügung stellen. Wenn Sie nichts verpassen wollen, dann abonnieren Sie Tickmills YouTube-Kanal und alles bleibt bei Ihnen auf dem Laufenden. Wir schauen auf den Risikohinweis, wie jedes Mal zum Beginn unserer Webinare. Der Handel mit Forex und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Und damit gehen wir auch gleich über auf die entsprechenden Nachrichten für den heutigen Handelstag. So viel steht heute nicht an. Von der Seite her können wir das Ganze auch kurz halten. Hier ist gerade ein Fehler in der Präsentation, wie ich sehe, gerade drinnen. Wir hatten es in der Wochenvorschau auch gesehen. Die meisten wichtigsten Tagesnachrichten sind für heute auch schon durch. Von der Seite her oder für diese Woche auch schon durch. So auf der Nachrichtenseite ist heute nichts außer planmäßiges, was die Märkte bewegen kann. Natürlich Nachrichten um das Thema der Politik im Außenhandel oder um die Syrien-Krise können natürlich immer bewegen. Nur das sind unplanbare Nachrichten. Von der Seite her sind das die Dinge, die wir immer auch auf dem Schirm haben müssen. Schauen wir nun auf die Themen für das heutige Webinar. Wir machen zum einen natürlich direkt im Anschluss an die Inhaltsübersicht die Besprechung der heutigen Handelsideen. Da habe ich für Sie vorbereitet den Australdollar, Schweizer Franken, den Schweizer Franken, japanischen Yen und das Währungspaar britisches Pfund, US-Dollar, auch bekannt als Cable. Diese Dinge hatte ich heute Morgen auch im Blog für Sie schon veröffentlicht und die entsprechenden Szenarien dort auch schon skizziert. Wir schauen dann im weiteren Verlauf, wie schon gesagt, einmal kurz in den Wochenrückblick. Das möchte ich an dieser Stelle einmal machen, weil es doch interessante Meldungen gab. Dann schauen wir für die Planung der nächsten Woche, dass Sie sich auch schon die ein oder anderen Gedanken machen können, was denn jetzt an der nächsten Woche auf der Agenda steht, welche Märkte wie eventuell reagieren können. Das können Sie ja sehr schön auch mit Ihrem Research verbinden. Also das schauen wir uns dann im weiteren Verlauf an. Dann analysieren wir die großen Indizes und dann, wenn Sie mögen, gerne schreiben Sie es ruhig hier auf Facebook direkt in den Chat hinein, die Analyse Ihrer Wunschmärkte. Und dann geht es auch wieder in den Bereich von Know-how. Sie wissen, wir wollen Ihnen hier auch gerne immer etwas Wissen mit an die Hand geben, weil mit einem guten Wissen kann man in der Regel auch gut traden. Hier sprechen wir heute einmal über das Thema Multi-Time-Frame-Resistance-Line, also das heißt hier ein Zusammentreffen der Zeiteinheiten an bestimmten Punkten kann ganz sehr viel Bewegung in die Märkte auch hineinbringen. Dazu möchte ich Ihnen hier ein historisches Beispiel im Euro-US-Dollar bringen. Da schauen wir einmal auf den Monatschart und auf den Wochenchart. Und als aktuelles Beispiel hatte ich ja in dieser Woche auch das Währungspaar Austral-Dollar-US-Dollar genannt. Hier ist der Wochenchart an einer solchen Linie auch angekommen. Haben wir auch schon Price Action in die Gegenrichtung gesehen. Also als Abprall, diese Dinge schauen wir uns heute einfach einmal direkt live dann im Chart an. Und wo wir gerade beim Thema Chart sind, gehen wir doch gleich in den Chart hinein. Und zwar, wir starten hier mit dem Chart des ersten Währungspaares, das ich heute im Blog auch schon beschrieben hatte. Es ist das Währungspaar Australdollar, Schweizer Franken. Sie sehen hier die entsprechende Präsentation des Charts und es ist manchmal ist es total verrückt. Ich hatte heute die Vorbereitung für Sie auch gemacht. Da stand der Markt vom Prinzip her in diesem Bereich hier, innerhalb dieses Widerstandsbereiches hier oben um die 0,74707.
Und ja, Sie sehen, was hier momentan passiert. Ich hatte im Blog auch geschrieben, es gibt an diesen Stellen in der Regel zwei Szenarien. Zum einen, der Markt läuft hier rein und kann eventuell nicht die Stärke aufbringen, um hier nach oben durchzulaufen. Dann wäre es möglich gewesen, dass der Markt etwas tiefer nach unten läuft, hier etwas korrigiert. Ich habe Ihnen hier auch die Unterstützungslevels eingezeichnet, das heißt hier in diesem Bereich um die 0,74, 0,78, dann aus dem Stundenchart heraus ein Bereich, wo es immer mal etwas Halt gab, war die 0,73, 7,80. Wir gucken auch gleich mal in den Stundenchart, keine Sorge. Und dann hier unten dieses Level vom Tief dieser Korrektur entsprechend hier von diesem Trendkorrektur von 0,73, 3,24 in diesem Bereich. Bis dahin hätte ein Widerstand bzw. eine Korrektur laufen können, ohne dieses übergeordnete Szenario mit im Hinterkopf zu haben. Das heißt, das war die Strategie, dass der Markt noch nicht gleich die Stärke findet, nach oben aufzubrechen. Die Grundlage dieses Szenarios war ja die gewesen, ich hatte es auch beschrieben, wir haben hier, schauen Sie sich das einmal an, wir hatten eine sehr, sehr, sehr starke Aufwärtsbewegung hier gesehen, die diesen letzten Abwärtstrendverlauf rausgenommen hat, ist über die entsprechenden Hochs hier oben drüber gelaufen, hat also extrem viel Stärke gezeigt. Danach kam eine Korrektur, die ist auch trendförmig gelaufen. Sie sehen das hier an diesen, sage ich mal, Bewegungen nach unten und den gegenüberstehenden Korrekturen. Das war vom Prinzip her entsprechend eine Gegenbewegung innerhalb eines kleinen untergeordneten Trends. Der ist auch sehr, sehr schön im Tageschart auch ersichtlich. Und dann ging es hier vom Prinzip her schon los, dass dieser Abwärtstrend gebrochen würde. Ich mache das ganz kurz mal noch etwas größer für Sie, dass wir uns das mal anschauen. Also schauen Sie hier, das war vom Prinzip her jetzt dieser Bereich dieser Trendverläufe und ich skizziere Ihnen da vom Prinzip her mal nur das letzte Stück ein, weil das ist das Wichtigste. Wir hatten hier eine Bewegung, wir hatten noch mal eine Korrektur, dann noch mal eine tiefer gehende Bewegung, das heißt, wir hatten hier noch mal ein tieferes Tief, aber dieses Tief war nicht tiefer als das Tief, was wir hier unten in diesem Initialbereich dieser starken Aufwärtsbewegung gehabt haben. Und dann ist vom Prinzip her das passiert, was Sie hier sehen. Dieser Abwärtstrend wurde gebrochen durch eine initiale Bewegung, dann gab es eine Korrektur und dann ist hier entsprechend an dieser Stelle, an diesem Hoch, ein neuer Aufwärtstrend entstanden. Das heißt, wir hatten an dieser Stelle dann entsprechend hier im Chart das Bild, dass wir eine Aufwärtsbewegung hatten. Wir hatten einen darauf folgenden, eine Korrektur innerhalb eines Trends und dann hat sich wieder ein Aufwärtstrend gebildet. Das heißt, wir haben hier, sage ich mal, zwei korrelierende Trends, obwohl im Tageschart im großen Bereich noch kein Trend entstanden ist. Aber es ist halt das erste Bild, was man hat und man kann sowas tatsächlich auch frühzeitig traden. So, nun sind wir schön hier oben reingelaufen in diesem Bereich und die zweite Idee ist dann im Endeffekt die gewesen, wenn es zum Bruch dieses Levels kommt, dann entsteht ja hier auf Tagesbasis entsprechend auch im großen Bereich ein Aufwärtstrend. Also Sie merken auch, hier fließen wieder verschiedene Trendgrößen innerhalb dieser Zeiteinheit ineinander, die uns den gefallen tun, auch Untertrends zu traden, wo wir schon sehen können, ohne die Zeiteinheiten zu wechseln, was denn hier los ist. So, und nun kommen wir in den Bereich rein, wo es um das Trading geht. Wie steigt man denn hier beispielsweise ein? Also welche Szenarien müssen denn passieren, dass der Markt hier weiter nach oben läuft? Und da schauen wir einfach mal in den Stundentrend hinein. Das Bild zoome ich auch etwas kleiner. Also Sie sehen hier, der Stundentrend ist direkt schon bis in dieses Widerstandslevel reingelaufen. Wir haben hier entsprechend im Markt, auch das skizziere ich Ihnen gleich mal noch, wir haben hier in der Stunde auch sehr schön diesen entsprechenden Aufwärtstrend hier im Markt schon mit liegen. Und dieser, ich überspringe jetzt einfach mal ein bisschen Zeit hier mit dem Skizzieren. Dieser steht halt momentan auch noch sehr weit in seiner Bewegung. Das heißt, dieser Ausbruch kam auch mit, sage ich mal, sehr viel Dynamik. Sie sehen es, wie stark die Kerzen hier nach oben gelaufen ist und wie schön der Markt entsprechend die Bereiche, die wir im Vorfeld hier auch sehen konnten, wo der Markt drüber laufen kann, wenn es zu Bewegung kommt, mit abkassiert. Das war dieser Bereich hier oben und danach lief er direkt in diesen Widerstandsbereich hier rein. Was jetzt im Endeffekt möglich ist für den Einstieg, wer sich jetzt sagen will, okay, wir müssen erstmal schauen, ob der Ausbruch auch nachhaltig ist. Sehen wir ja, dieser Trend steht momentan weit in der Bewegung und ein nachhaltiger Ausbruch würde dann vom Prinzip so ausschauen, dass es hier im Endeffekt eine Korrektur gibt, wie auch immer die läuft, wie tief auch immer die läuft. Sie könnte vom Prinzip her bis hier unten hineinlaufen und dann vom Prinzip her wieder rumdrehen, um dann weitere Hochkurse zu machen. Das heißt, dass sich dieser Trend entsprechend auch mit fortsetzt. Das wäre hier die erste dynamische Bestätigung für das kurzfristige im Markt. Ein
Weiterer Punkt, der hier ebenfalls auch passieren könnte unter Umständen, ist, dass wir diesen Aufwärtstrend hier in der Stunde verlassen, dass der Markt etwas tiefer korrigiert und dann sind wir wieder nicht im Handel dieses Trends für das kurzfristige Trading, sondern dann geht es eher in Richtung des Swing Tradings in den Tageschart zurück. Und was haben wir dann im Tageschart? Wir haben im Tageschart die schöne Situation, dass der Markt vom Prinzip her hier diese schöne weite Bewegung etwas beginnt zu korrigieren und dann wieder rumdreht. Also hier können wir entweder die Korrektur auf der Stunde sehen, wenn der Stundentrend aufwärts läuft, für das kurzfristige Trading einfach weitergehend verfolgen, also quasi den Trend der Stunde aufwärts gerichtet, die Handelsszenarien traden. Oder aber wenn wir merken, der Stundentrend bricht jetzt vom Prinzip her, also er korrigiert diesen starken Schub hier auf Tagesbasis etwas, dann warten wir einfach, bis der Stundentrend wieder rumdreht und gehen dann aus der Korrektur dieses Tagescharts hier vom Prinzip her wieder entsprechend in Richtung dieses Trends unterwegs, beziehungsweise diejenigen von Ihnen, die gerne auch Korrekturhandel betreiben. Das wäre dann natürlich ein Indiz dafür, dass wir hier die Märkte etwas nach unten traden können. Das heißt, sollte der Trend in der Stunde brechen, wäre das dann natürlich die Korrektur entsprechend des Tages und kurzfristig agierende Händler können hier natürlich die Setups auch so ausrichten, dass sie hier eine Korrektur auch traden. Also Sie sehen, für jeden, sage ich mal, Geschmack von der zeitlichen Ausrichtung her findet sich immer wieder etwas in solchen Märkten, wo gerade ordentlich Bewegung drinnen ist. Gut, dann schauen wir einfach zum nächsten Währungspaar und zwar ist das der Schweizer Franken, japanischer Yen und diesen nutzen wir auch direkt wieder zum Blick in den Tageschart hinein. Einen ganz kurzen Augenblick, ich wechsle das Paar direkt einmal für Sie. So, was sagte ich? Schweizer Franken, japanischer Yen und danach kommt das Cable auch noch direkt in den Blickpunkt unserer heutigen Analyse. So, hier haben wir Schweizer Franken, japanischer Yen. Da schauen wir auch direkt in den Markt hinein auf Tagesbasis. Und hier, was haben wir wieder hier? Eine sehr, sehr schöne Situation innerhalb eines Trends. Und zwar innerhalb der Korrektur eines Trends, wo der Markt auch schon das Signal wieder bestätigt. Auch hier die Ausführungen im Block waren auch die gewesen. Schauen Sie sich an, wir hatten hier einen vorherrschenden Abwärtstrend. Das ist hoffentlich für jeden auch ersichtlich. Und dieser Trend hatte vom Prinzip her hier oben in diesem Bereich, wo diese blaue Linie auch eingezeichnet ist, um die 112,102 ihr Hoch gefunden, das Korrekturhoch vom Prinzip. Und dann gab es eine Aufwärtsbewegung, eine Korrektur und dann weiter eine Aufwärtsbewegung. Dann ist hier untergeordnet ein Trend entstanden, der in seinem Hoch quasi über das Hoch der vergangenen Korrektur gelaufen ist, sozusagen den Abwärtstrend kurzfristig gebrochen hat und dann kam es direkt zur Korrektur. Das heißt, hier ging es nicht gleich stark nach oben, wie wir das gerade beim vorhergehenden Währungspaar gesehen haben, sondern hier hat die Korrektur eingesetzt und jetzt haben wir hier im gestrigen Chartverlauf eine Umkehrkerze gesehen, die uns sagt, schau doch einfach mal auch gerne in die untergeordneten Zeiteinheiten rein, um zu sehen, wo der Markt jetzt hier hin will, wo er notiert, wann es Zeit wird, wieder in die Long-Richtung zu gehen, weil trendtechnisch bedingte Signale, viel läuft ja auf die Trendtechnik hinaus, viele Handelssignale sagen, ein Trend setzt sich in der Regel eher fort, als dass er zusammenbricht. Und wenn wir hier diese Signale auch sehen, dann war das ein Umkehrsignal hier, eine Umkehrkerze am 12. April im Chart dieses Währungspaares und damit das erste Signal, hallo, der Markt könnte hier nach oben rumdrehen. Was ist dann hier im Endeffekt zu sehen? Wir brauchen die Bestätigung, ganz klar. Und da schauen wir doch einfach mal in die Stunde auch hinein, um zu sehen, gibt es denn dort schon einen Trend, der nach unten läuft? Und wir können sagen, ja, den gibt es, beziehungsweise wir hatten den Trend, der nach unten läuft, ganz klar. Und dann hatten wir hier eine Korrektur. Das heißt, wir hatten hier diesen starken Schub vom Prinzip her nach unten gehabt. Wir hatten nochmal eine Korrektur in diesem Bereich hier oben rein. Und danach gab es hier nochmal den Punkt mit tieferen Tiefs. Das heißt, sobald der Markt entsprechend über diesen Punkt hier oben drüber gelaufen ist, den wir im Chart hier sehen, über dieses Hoch dieser Korrektur bei 111,612, war klar, jetzt ist erstmal dieser Trend hier rausgenommen. Und auch schön zu sehen, dass ich im kleinen
untergeordnet schon ein Trend gebildet hat, der aufsteigend war, aber bis, sag ich mal, zur Überschreitung des Korrekturhoches hier war das einfach nur ein Trend innerhalb der Korrektur entsprechend und diese läuft jetzt nach oben an. Sie sehen es, der Markt ist weit in seiner Bewegung vom Prinzip her drin, hat hier zwischendurch noch mal kurz durchgeatmet und läuft jetzt vom Prinzip her schön nach oben raus. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Aufwärtstrend in der Stunde, der in die Richtung des übergeordneten Tagestrends läuft. Also das Umkehrsignal ist aus dieser Sicht jetzt sozusagen auch bestätigt und kann damit genutzt werden, um Szenarien auf steigende Richtung zu gehen. Wo liegen dann entsprechend die nächsten Ziele hier im Markt? Die habe ich Ihnen auch rausgesucht, ganz klar. Auf alle Fälle erst einmal hier oben der Bereich um das Hoch in diesem Trend. Das ist der erste Anlaufbereich. Da muss der Markt drüber, um diesen Trend auch fortzusetzen. Und wer dann weiter dabei sein möchte, der findet dann hier in den Bereichen dieser Hochs, die ich eingezeichnet habe, bei 112,5 und dann hier oben an diesem Bereich 113 und 113,236, den Bereich, wo dann die nächsten Widerstände vom Prinzip her auf uns Händler warten. Also Sie sehen, es ist einiges an Platz nach oben da. Wenn es der Markt spielt, dann passt das Ganze auch. Wenn der Markt rumdreht, beleuchten wir das Ganze einfach noch einmal näher. Hier haben wir momentan ein Handelssignal in Trendrichtung, das als Handelsidee in diesem Bereich. Und damit wechseln wir auch direkt noch zum Währungspaar britisches Pfund US-Dollar. Kleinen Augenblick, auch das direkt einmal in den Tageschart hinein. Ja, und auch hier sehen wir heute eine schöne Stärke-Reaktion. Ich hatte es im Chat bzw. im Blog. Warum ich immer Chat in den Mund nehme, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Wahrscheinlich, weil ich auch relativ viel über Facebook arbeite. Ich habe das Ganze für Sie im Blog notiert. Und zwar haben wir hier einmal den Chart vom Währungspaar britischer Pfund US-Dollar, auch bezeichnet als Cable. Und wir haben hier die Situation, dass der Markt innerhalb eines Widerstandslevels auch mit angekommen ist. Das heißt, wir hatten ja hier diese Range, diese Price Range, die hatten wir die Tage auch schon mal besprochen, wo der Markt das Hoch hier oben um die 1,42,427 hatte, den Tiefbereich hier unten, wo es schon einige Male nach oben gegangen ist, bei 1,39,889 hier. Unten habe ich es mit diesem dicken Rechteck auch eingezeichnet. Da hat der Markt schon öfter mal rumgedreht nach oben, um dann in diese obere Preisrange auch reinzulaufen, um wieder nach unten zu drehen. Und jetzt sind wir hier, Sie sehen es selber, sehr, sehr schön nach oben gelaufen, wieder direkt in diesen Bereich hinein. Und wenn hier die Stärke am Markt auch erhalten bleibt, dann haben wir als Händler gute Karten, dass der Markt hier Stück für Stück den Weg nach oben findet, in diese Widerstandsbereiche oben um die 1,427 beziehungsweise hier am Hoch bei 1,43,437 hineinzulaufen. Das sind erstmal Richtlinien, die wir hier Stück für Stück auch nach oben haben. Finde der Markt nicht die Stärke an dieser Stelle wirklich nachhaltig nach oben auszubrechen, dann liegen Unterstützungen auf alle Fälle hier unten in diesem Bereich um die 1,41,490. Dann haben wir hier unten das Tief bei 1,41,189 und dann natürlich der untere Range-Bereich auch wieder. Also das wäre dann sozusagen eine Abprallstrategie aus diesem Bereich raus. Wir wissen noch nicht genau, was der Markt spielt, aber mit Blick hier beispielsweise auch in die kleineren Zeiteinheiten, beispielsweise auch in die Stunde hinein, können wir auch schon sehen, dass der Markt trendig auch teilweise unterwegs ist. Jetzt muss ich nur mal den Chart für Sie etwas kleiner zoomen, dass wir hier ein bisschen mehr Volumen, ein bisschen mehr Daten auch sehen können. So, jetzt haben wir das. Also Sie sehen, was hier zwischen dieser Range passiert ist. Also der Markt läuft hier auch sehr schön trendig nach oben. Das sind auch die Bereiche, wo ich entsprechend die Unterstützungen auch für Sie finden konnte. Und wenn der Markt jetzt vom Prinzip her hier über dieses Level oben drüber läuft, ganz klar, da kommen die Dinge, die wir besprochen hatten. Bricht allerdings dieser Trend zusammen, wie wir ihn hier oben hatten, dann wäre das eher ein Indiz dafür, dass der Markt etwa erstmal etwas korrigiert, dieses Muster hier unten anläuft, also diesen Preisbereich
Bereich, wo er schon mal getradet. Und wenn sich dann ein Abwärtstrend etabliert hat, dann wäre das ein Indiz dafür, dass der Markt möglicherweise wieder weiter nach unten trendiert in Richtung der unteren Preisrange. Also hier in diesem Bereich ist weiterhin alles offen, nach oben und nach unten hin. Wenn man sich das Potenzial anschaut, klar, preislich ist das Potenzial nach unten deutlich größer als nach oben, weil die Widerstände oben liegen. Aber auf der anderen Seite liegen diese Widerstände im oberen Bereich doch sehr schön eng zusammen, sodass ein Bruch dieser Linien auch etwas Kursdynamik auslösen kann. Das sehen wir ja auch sehr, sehr häufig in den Märkten, dass der Markt einfach hier hochschiebt und diese nah beieinander liegenden Preise auch relativ schnell mit abholt. Also an dieser Stelle auch beide Möglichkeiten offen. Momentan spielt der Markt den Ausbruch nach oben, wenn der nachhaltig ist. Wie schon gesagt, sind das die nächsten beiden Dinge, die wir hier im Chartbild auch sehen. Und wenn Sie das Ganze mal in den großen Trend entsprechend auch hineinsetzen, na klar, dann sind wir hier in diesem Bereich. Schauen Sie mal, das war vom Prinzip her hier das Thema Trend. Die letzten Stücke vom Trend zeichne ich hier mal ein. Die großen Bewegungen, die großen Korrekturen, dann sind wir hier übergeordnet in einem Long-Trend vom Prinzip, in einem Aufwärtstrend, der hier trendförmig nach unten korrigiert hat. Das Ganze ist jetzt vorbei. Jetzt ist hier im großen Bild der Aufwärtstrend entstanden. Das heißt, wir haben einen untergeordneten laufenden Trend in einen übergeordnet laufenden, und dann kann es natürlich auch weitergehen, dass der Markt schön nach oben läuft. Wir haben es ja auch hier gesehen. Schauen Sie, hier in diesem vorhergehenden Ausbruch hatten wir den Ausbruch um die 1,36712, und der Markt hat vom Prinzip her auch noch deutlich oben drauf gesetzt. Schauen Sie mal, wir hatten hier 1, 2, 3, 4, 5, ungefähr 6, knapp 7 Felder unten im Korrekturbereich, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Felder hat er auch oben drauf gesetzt. Also er hat hier aus der Korrektur heraus schön das Potenzial gehabt, den Wert in der Korrektur noch einmal oben aufs Hoch drauf zu setzen. Und wenn das diesmal auch passiert, sehen Sie, welches Potenzial hier natürlich noch im Hintergrund steckt. Welche Zeit das dauert, das weiß man nicht, aber so ein Research, was man hier betreiben kann, ist halt auch dazu notwendig, dass Sie als nebenberuflicher Trader solche Dinge auch tun können, zum Beispiel hier dann im Handel im Tageschart. Also das zur Besprechung der aktuellen Handelsideen von heute, und dann machen wir mit dem Text weiter, und zwar schauen wir einmal auf den Wochenrückblick, den wir hier letzte Woche auch angestellt haben. Wir haben ja in der letzten Woche Freitag eine Vorausschau gemacht auf die Woche, und ich möchte heute einmal ganz kurz einen Rückblick über die Handelswoche machen. Warum? Einfach mal, um so ein bisschen, sage ich mal, wirtschaftliche Signale auch einzuordnen in die Dinge, die wir auch in den Charts mit lesen können. Und zwar hatten wir am Dienstag eine wichtige Nachricht aus den USA, und zwar um 14.30 Uhr kam die. Sie sehen es hier oben, es gab den sogenannten Erzeugerpreisindex, und das spielt ja häufig auch immer so ein bisschen eine Rolle zum Thema Inflation und die Inflationserwartungen, die es gibt, beziehungsweise die richtige Inflation, wie sie halt da ist, ist halt für die Entscheidung der Notenbanken im Bereich der Zinsen recht wichtig, weil die Notenbanken, sage ich mal, möchten ja, die oder in den USA hat ja das Ansinnen, die Wirtschaft auch zu stützen. Deshalb sind diese Zinsanhebung, diese Anzahl der Zinsschritte hängen sehr, sehr viel auch an der Entwicklung der Inflation. Und hier ist es jetzt im Endeffekt so, der Markt hatte eine Prognose von einem Anstieg von 0,1, aktuell war es 0,3, das heißt, die Preise haben leicht mehr angezogen, als das erwartet worden ist. Die entsprechenden Marktnachrichten oder die entsprechenden Nachrichten wurden vom Markt aufgenommen. Es ist jetzt nichts Dramatisches passiert. Sie sehen, hier gab es auch zu keinen extrem großen Abweichungen in den Zahlen. Das heißt, von der Seite her gab es hier um diesen Bereich relative Ruhe. Am Mittwoch hatten wir dann einen wichtigen Punkt auch auf den Verbraucherpreisindex. Und da sehen Sie auch, der Verbraucherpreisindex ist stabil geblieben. Also hier keine Anzeichen für eine momentan, aktuell zumindest, stark ansteigende Inflation. Also das ist eine Nachricht, die hat der Markt auch aufgenommen, ohne massiv stark sich zu bewegen. Die Zentralbank in den USA hat halt hieraus auch vom Prinzip her abgelesen, dass es jetzt nicht deutlich mehr Zinserhebung geben wird. Also das heißt, hier aus diesem Fahrwasser relative Ruhe. Sehr interessant war am Mittwoch dann um 16.30 Uhr das Thema Rohöllagerbestände. Sie sehen es auch hier, die Prognose war eine Abnahme. Es gab aber eine deutliche Zunahme. Das heißt, aus diesem
Aus diesem Punkt heraus können wir sehen, der Markt ist in der vergangenen Woche recht gut mit dem Rohstofföl versorgt gewesen, sonst wäre es nicht zu dieser nennenswerten Zunahme gekommen. Das heißt, aus klassischer Sicht wäre es eigentlich normal gewesen, dass der Markt, der Preis für das Öl mit so einer Zahl etwas sinkt. Wir hatten das in der Vergangenheit auch immer gehabt, wenn die Rohöllagerbestände doch deutlich angestiegen sind. Dann kam es zu einem Rücksetzer im Ölpreis. Hier ist aber nichts dergleichen passiert. Der Ölpreis, Sie haben das in den Blog-Einträgen diese Woche auch gesehen, ist doch deutlich angestiegen, sehr, sehr, sehr stark angestiegen. Das heißt, hier hat sich der Markt komplett von diesen Rahmendaten mit den Rohöllagerbeständen ferngehalten und spielt vom Prinzip ja momentan aktuell das Bild, was wir momentan in Syrien sehen. Das heißt, das schürt schon gewisse Ängste. Das lässt Druck auf den Ölpreis auskommen, weil man nicht genau weiß, wie sich das in dieser Region entwickelt. Das ist ja auch eine Region, in der Ölvorkommen vorhanden sind und wir entsprechend auch die, sag ich mal, die Märkte davon auch beeinflusst sehen. Und da sehen wir doch diesen starken Anstieg im Ölpreis. Möglicherweise ist das wirklich dahingehend passiert, dass der Markt auf diese Nachrichten über Syrien doch sehr, sehr sensibel reagiert. Das sind Gründe, die können hier gefunden werden. Ob es wirklich so ist, das weiß kein Mensch. Aber wir sehen halt, was der Markt dort in dieser Richtung auch gespielt hat. Ja, dann schauen wir doch als nächstes einmal auf den Ausblick für die nächste Handelswoche, damit Sie auch die ein oder anderen Informationen haben, wie Sie die Handelswoche nächste Woche vorbereiten können. Was steht denn hier auf der Uhr? Sie sehen es, wir haben von Montag bis Donnerstag einige wichtige Termine auch auf der Uhr stehen. Und zwar geht es am Montag in den USA um 14:30 Uhr um das Thema Einzelhandelsumsätze, die Kernrate für den Monat März und dann die Einzelhandelsumsätze auch für den Monat März. Sie sehen auch hier eine entsprechende Prognose. Das heißt, die Kernrate soll um 0,3% wachsen. Die vorherige Kernrate ist um 0,2% gewachsen. Bei den Einzelhandelsumsätzen hier entsprechend ist eine Prognose von einem Plus von 0,3% momentan im Markt drinnen. Der Vormonat ist hier im Endeffekt um minus 0,1% etwas geschrumpft. Am Dienstag wird es dann für Deutschland einen sehr, sehr wichtigen Termin geben, und zwar um 11 Uhr, den ZDW Konjunkturindex für Deutschland. Da wird also gefragt, wie sind denn die Erwartungen für die Konjunktur? Wir hatten hier eine Einpreisung im letzten Mal von plus 5,1. Die aktuelle Prognose ist ein Minus von 1,6. Also auch hier um 11 Uhr am Dienstag ein sehr, sehr wichtiger Zeitpunkt, um an den Märkten hier entsprechend etwas vorsichtig zu sein, weil eine positive Überraschung kann die Märkte sehr stark nach oben beeinflussen, eine negative Überraschung sehr stark nach unten. Aus diesem Grund diesen Zeitpunkt bitte auch im Kopf behalten und zu schauen, was denn hier denn auch passieren kann. Und um 14:30 Uhr gibt es noch das Thema Baugenehmigung in den USA, bevor wir dann am Mittwoch den Verbraucherpreisindex im März bekommen. Hier haben wir eine Prognose von 1,4%. Und dann, wie immer, jede Woche Mittwoch geht es hier um das Thema Rohöllagerbestände. Sie sehen auch hier eine Prognose, eine leichte Abnahme der Rohöllagerbestände wird hier von den Analysten entsprechend auch gewertet. Und am Donnerstag um 14:30 Uhr noch einmal von den USA. Sie sehen viele Nachrichten nächste Woche wieder aus dem USA, und zwar der Philly Fed Herstellungsindex. Hier ist eine leichte Abnahme zu sehen. Im vorherigen Monat hatten wir einen Wert von 22,3. Aktuell rechnen die Analysten hier mit einem Wert von 20,9 Punkten. So viel für die Termine, entsprechend auch der kommenden Woche. Und dann schauen wir jetzt einmal auf die Analyse der Indizes, die wir hier haben, und wenn Sie mögen, ganz gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt. Dazu schalte ich wieder live auf die Charts hinein und wir nehmen uns einfach mal die großen Indizes heraus. Ich fange einfach mal, weil wir hier in Deutschland sind, mit dem deutschen Aktienindex hier auch an und analysiere Ihnen den jetzt mal oder analysiere mit Ihnen gemeinsam einmal diesen Index. Also hier am, sage
sage ich mal, großen Gesamtbild im Vergleich zur Vorwoche hat sich natürlich nichts getan, weil das sind natürlich hier die Dinge, die etwas Zeit auch brauchen. Aber interessant ist trotzdem ein Sachverhalt, den man nicht aus dem Auge verlieren sollte. Und zwar schauen wir mal auf die letzten Teile des aktuellen Abwärtstrends, die wir hier im Markt auch haben. Hier zeichne ich Ihnen das Ganze einmal ein und dann sehen Sie auch schon direkt, worauf ich wahrscheinlich hinaus will. Und zwar hier die entsprechende Situation, dass der Markt sich momentan in einem Bereich befindet, der doch sehr spannend sein kann. Warum kann dieser Bereich sehr spannend sein? Wir befinden uns in einer sehr, sehr tiefen Korrektur innerhalb des bestehenden Abwärtstrends. Und diese tiefe Korrektur hat den Markt im Moment in den Bereich des letzten Korrekturhochs des Abwärtstrends geführt. Also hier um die Kursmarke von knapp 12.450 Punkte hier oben rein. Wenn der Markt über dieses Hoch drüber springt, dann ist das erst einmal ein Zeichen, dass mit diesem Abwärtstrend nach unten hier irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Das heißt, wir sind dann hier eher in den Plusbereich gestimmt. Das heißt, hier bleibt es momentan sehr, sehr spannend, was passiert. Wie schon gesagt, ein Bruch von diesem Bereich kann den Markt auch relativ schnell nach oben führen. Warum? Da kommen wir wieder mal auf das Thema zusammen. Wo liegen denn entsprechende Hochs in der Nähe? Und wenn Sie mal sehen, wie nah hier momentan etwas an Hochs im Markt liegt, dann können Sie auch sehen, dass es relativ schnell gehen kann, dass der Markt auch mal fix ansteigt bis auf die 12.700 Euro-Punkte im Bereich hier in diesem Bereich. Das heißt, ein Bruch dieser Linie kann durch ziemlich nahestehende Orders doch sehr starke Dynamik auslösen, dass die Märkte hier nach oben laufen. Wohlgemerkt in dem Bereich, dass von der Nachrichtenseite her relative Ruhe ist, weil dann funktionieren charttechnische Signale doch relativ gut in diesem Bereich. Das heißt, wenn es zu einem Bruch kommt, kann sehr stark Aufwärtsdynamik hier entstehen. Aber aus rein trendtechnischer Sicht sind wir hier in diesem großen Bild noch in einem Abwärtstrend befindlich. Das gilt es halt auch immer zu beachten. Und wir sehen auch hier entsprechend untergeordnet, der Trend ist halt auch intakt. Wir haben hier schön einen Aufwärtstrend, der die Aufwärtsbewegung, also die Korrektur vom Prinzip her auch sehr schön mit darstellt. Ich skizziere das hier einfach mal für Sie wieder mit ein in der entsprechenden Definition. Also das ist entsprechend mal der Trend, den wir hier haben und das ist auch der Weg, den wir in der Stunde sehen. Das heißt, diese schöne starke Aufwärtsbewegung konnte auch sehr schön in der Stunde mit getradet werden und nun sind wir halt in der Situation, dass der Markt da oben steht, wo er gerade steht und wir wissen nicht genau, wo es weitergeht. Das heißt, hier kommt es zu Umkehrsignalen, zu Tendenzen nach unten. Dann kann es schon passieren, dass wir wieder eine schöne Umkehrkerze bekommen und der Markt einfach wieder in diese Trendrichtung nach unten laufen wird. Das sehen wir dann auch sehr schön hier entsprechend im Chart der Stunde. Das heißt, wenn dieser Trend entsprechend hier gebrochen werden sollte, dann wäre das ein Abpreisszenario oben. Dann würde es im Tageschart sozusagen die Dynamik nach unten geben, beziehungsweise eine Korrektur in diese Richtung und wir werden möglicherweise mit etwas fallenden Kursen rechnen. Also hier momentan etwas, ja, ein gewisser Spannungsbogen in diesem Bereich, weil der Markt sich hier erst entscheiden muss, geht es nach oben oder geht es nach unten. Wir hatten ja in Europa in dieser Woche auch schon einen. Warten Sie, ich glaube, war es der italienische Markt? Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Genau, der italienische Markt war es gewesen. Der hat uns ja schon mal gezeigt, wie sowas gehen kann. Ne? Wir hatten ja hier die Situation, das hatte ich ja auch im Blog-Eintrag einmal geschrieben, dass der Markt vom Prinzip her mit dieser starken Dynamik hier entsprechend über das letzte Korrekturhoch drüber gelaufen ist. Das war vom Prinzip her in diesem Bereich hier oben drinnen. Das war quasi das Hoch dieser Korrektur hier in der Aufwärtsbewegung, die wir hier gehabt haben, das heißt bis hier oben rein, dann gab es noch mal ein tieferes Tief. Der Markt ist hier oben rein gelaufen, hat dann noch mal sehr gut korrigiert und hat dann entsprechend einen Aufwärtstrend gebildet und ist schön jetzt weiter in seiner Bewegung. Und Sie sehen auch hier an dieser Stelle war es auch so gewesen, dass wir auch im Markt Marken hatten, die relativ eng beieinander lagen. Schauen Sie sich das einfach mal an, wie eng die Hochs dieser Tageskerzen hier auch aneinander liegen. Und das hat dann natürlich dafür gesorgt, dass der Markt hier schön nach oben gelaufen ist. Nun gab es diese Woche teilweise auch noch ein paar positive Nachrichten von der Nachrichtenseite her. Und das hat natürlich das Ganze auch unterstützt. Das heißt, hier
hier, dieser Markt ist momentan in einem Aufwärtstrend auch befindlich. Und ja, das ist der aktuelle Sachstand und das kann natürlich jetzt hier auch im DAX relativ schnell passieren. Schauen wir einmal über den großen Teich in die USA und werfen an dieser Stelle mal einen Blick auf den S&P 500. Sie sehen, der Index schaut ein wenig anders aus, als das der DAX momentan macht. Der S&P 500 befindet sich allerdings ebenfalls in einer sehr ja, spannungsgeladenen Stelle, Position, sage ich mal, weil der Markt hier natürlich aktuell auch wieder in einem Bereich, sage ich mal, notiert, indem wir hier einen Hochpunkt einer Korrektur hatten. Ich scanne das mal kurz etwas größer für Sie. Schauen Sie hier unten, zeichne ich es mal kurz ein. Hier war quasi die letzte Korrektur in diesem Trendbereich. Dann lief der Markt noch einmal nach unten, hat hier unten einen Tiefpunkt gemacht und läuft jetzt Stück für Stück auch nach oben hinein in diesem Bereich. Und das ist so ein Spannungsbogen, der sich auch hier aufbaut. Ein Bruch dieses Level kann auch bei positiver Nachrichtenlage getrieben schon doch deutlich höhere Preise hinausbringen. Also wir sind auch hier in einem Bereich, wo beides passieren kann. Entweder der Markt prallt ab und setzt quasi diesen Aufwärtstrend nach unten fort, ist nur tief korrigiert, oder aber der Markt dreht nach oben auf und läuft schön in steigende Preise hinein. Möglicherweise werden wir nächste Woche auch etwas mehr Bewegung in den Indizes sehen, weil die Berichtssaison jetzt wieder gestartet hat. Also alle Vierteljahre gibt es ja die Quartalsberichte an den Märkten und diese Woche hat auch in den USA die Berichtssaison gestartet, die halt auch immer mal etwas Bewegung in die Indizes hineinbringen kann, je nachdem, wie die Zahlen entsprechend auch ausfallen. Also von der Seite hier das große Bild im S&P 500 entsprechend. Ja, es hat sich hier leicht aufgehellt, weil wir schön nach oben gelaufen sind, aber im kleinen untergeordneten Bereich ist es auch so, wir haben rein technisch noch einen Abwärtstrend am Laufen, der momentan in seiner tiefen Korrektur ist und damit ist auch alles in Ordnung. Sie wissen ja, tiefe Korrekturen sind sehr schön, weil der Markt hier wirklich dann, wenn er tief korrigiert ist, viel Platz nach unten mit hat und wenn dieser Trend sich entsprechend fortsetzt und wieder in Richtung dieser alten Tiefs läuft und auch auf die 200-Tage-Linie wieder zurückläuft, dann entschuldigen Sie, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. So, wenn der Hals rau wird, fällt die Stimme irgendwann aus. Okay, also hier in diesem Bereich vom Prinzip her ist es dann durchaus möglich, dass der Markt einfach nur tief korrigiert hat und wenn wir wieder Dynamik nach unten bekommen, dann sehen wir auch schon, wo wichtige Punkte liegen, die der Markt anlaufen kann. Das heißt, wir haben hier vom Prinzip her die tiefste entsprechenden Tageskerzen auch mit liegen und dann können wir natürlich auch sehr gut planen, wenn der Markt wieder nach unten dreht, an welche Stellen entsprechend auch weitere Verkäufer in den Markt hineinkommen. Und wir hatten ja auch schon das Thema besprochen mit den gleitenden Durchschnitt 200. Ich lege Ihnen die 200-Tage-Linie einfach noch mal rein. Schauen Sie, der Markt ist hier schon ein paar Mal draufgesprungen und hat dort immer wieder abgeprallt. Aber wenn es tatsächlich zu einem nachhaltigen, sage ich mal, Unterschreiten dieser 200er-Tage-Linie kommen kann, dann werden auch große Fonds aktiv, die dann entsprechend Positionen abbauen müssen. Also Sie sehen, hier ist momentan eine Situation doch mit sehr, sehr großem Spannungsbogen da, was es ja manchmal gar nicht so leicht zum Traden macht, aber wir werden es sehen, wie der Markt sich entscheidet. Wenn er nach oben tendiert, dann wird es hier definitiv wieder grün in den Märkten. Wenn es nach unten geht, haben wir als Trend, sage ich mal, Trendanalytiker doch sehr, sehr schöne Möglichkeiten, aus der tiefen Korrektur schön nach unten ein wenig mit zu traden. Und dann bildet sich natürlich auch etwas Interessantes, und zwar eine sogenannte Trading Range, die wir hier in diesem Bereich hier unten dann auch haben. Das heißt, dieses Hin- und Herpendeln zwischen der Unter- und Oberseite, das ist natürlich für aktive Trendhändler bzw. für aktive Händler innerhalb von Trends sehr, sehr schön zu sehen, weil man zwischen diesen beiden Punkten immer wieder auch hin und her traden kann. Das vom Prinzip her auch dazu. Und ich hatte ja schon mit Ihnen gesprochen über das Thema im Ölpreis. Wir machen gleich noch einmal einen Blick auf das WTI hier entsprechend im Tageschart und auch da mal mit Blick auf den, ja, Trendverlauf. Und da sehen wir hier sehr schön
einen Markt, der schön nach oben gelaufen ist, der einen Aufwärtstrend gebildet hat, schön tief korrigiert hat. Wir hatten das ja hier miteinander besprochen und auch der Hinweis mit diesem Umkehrsignal hier unten in diesem Bereich, wo wir gesehen haben, der Markt hat hier unten rumgedreht in diesem Bereich hier an dieser Stelle, wo diese große schöne grüne Kerze war, um uns dann nach oben zu führen, auch über die entsprechenden Bereiche, die wir hier in dem vorhergehenden Korrektur-Abwärtstrend auch gesehen haben. Also da haben die technischen Signale auch schön mitgespielt und den Markt, diesen Ölpreis hier schön über das Hoch entsprechend hinausgeführt. Wie schon gesagt, da kann die Nachrichtenlage auch deutlich mit unter die Arme gegriffen haben, weil der Ölreport hat ja am Mittwoch gezeigt, es gab etwas viel Öl auf dem Markt, was nicht unbedingt für steigende Preise spricht. Aber Sie sehen es hier, der Grund ist eigentlich relativ egal. Die Technik hat wieder hervorragend funktioniert und wir schauen jetzt hier noch einmal kurz darauf, wie es zu dieser Umkehr auch gekommen ist, weil ich denke, das ist auch immer interessant, wenn man solche Dinge entsprechend auch sieht. Also wir haben ja diese schöne starke Umkehrkerze entsprechend im Markt auch gesehen und zwar haben wir dann im Tageschart diese Umkehr gehabt. Hier ist nochmal der Pfeil zu sehen. Einen kleinen Augenblick, ich scroll es nochmal kurz etwas kleiner, dass ich auch sehen kann. Also hier, das war vom Prinzip her der Tag, an dem der Markt schön nach oben gelaufen ist. Was ist hier passiert? Sie sehen es, es hat sich hier leichte Dynamik gebildet. Es ist ein, sage ich mal, Weg nach oben gekommen, wo der Markt einen schönen Trend auch gebildet hat. Hier unten diesen Schwung, den gab es nochmal mit etwas seitwärts bewegen. Das war so die erste Dynamik und dann hat sich hier der Markt weiter schön mit nach oben entwickelt und ist dann im Endeffekt über dieses Trend hochgelaufen, was wir hier im Abwärtstrend gehabt haben. Ich mache das nochmal kurz etwas kleiner. Also Sie sehen hier im Vorfeld die letzte Korrektur mit ihrem Korrekturhoch und die entsprechende Bewegung auch nach unten mit hinein in den Markt und der Trend in der Stunde hat dann das Ganze hier entsprechend gebrochen und ist schön dynamisch auch nach oben abgelaufen und mit Bruch dieses Trends sind wir dann halt schön auch die Punkte angelaufen, die wir hier in dem vorhergehenden Abwärtstrend der Stunde auch gesehen haben, wo entsprechend Händler mit, ja, Kauforders gelegen haben. Was haben wir jetzt hier in der Stunde? Wir sehen im kurzfristigen Bereich einen entsprechenden abwärts trendierenden Markt. Der stellt momentan allerdings die Korrektur dar. Aber für diejenigen von Ihnen, die vom Prinzip her solche Bilder auch drinnen haben, so kann auch eine Korrektur anfangen innerhalb des Tagesbereichs. Das heißt, wenn sich hier oben entsprechend dieser Trend nach unten fortsetzt, dann besteht natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt im Ölpreis hier etwas weiter nach unten fällt. Das heißt, die starke Bewegung auf Tagesbasis etwas korrigiert. Das wird sich zeigen, was hier passiert. Möglicherweise auch entspannende Nachrichten seitens der Kriegsschauplätze auf unserer Welt kann hier auch Positives bewirken, dass die Preise wieder steigen oder fallen, wenn der Druck auf dieser Stelle nachlässt und der Markt sieht, okay, wir sind doch etwas weit gelaufen. Also hier einfach auf die entsprechenden Charts schauen. Aus charttechnischer Sicht ist, wie schon gesagt, dieser Trend nach oben doch schon ein Stück deutlich nach weit gelaufen. Das heißt, hier kann es durchaus zu einer Korrektur kommen. Aber wie schon gesagt, wir sind in einem Aufwärtstrend. Das ist jetzt nicht weiter dramatisch. Schöne, starke Bewegungen nach oben werden irgendwann korrigiert und irgendwann wird dieser Trend dann auch wieder umdrehen, wenn er sich dann fortsetzt. Also an dieser Stelle soweit einmal die Analyse der großen Indizes in diesem Bereich. Was wir nun noch machen ist, wir schauen mal im Bereich Know-how auf das Thema Multi-Timeframe-Resistance-Line. Warum ist das Thema wichtig? Das ist ein wichtiges Thema für die, sage ich mal, Chart-Analyse, für den Bereich des Research, den Sie betreiben können. Und zwar gibt es immer wieder wichtige Punkte, wo, sage ich mal, in verschiedenen Zeiteinheiten an den gleichen Punkten Bewegung in den Markt gekommen ist. Ich möchte Ihnen das ganz gerne mal am Euro-US-Dollar zeigen. Das ist also ein sehr schöner Chart, an dem man so etwas auch verdeutlichen kann. Und hier gehe ich mit Absicht in die großen Zeiträume hinein, weil je größer der Zeitraum ist, je häufiger oder beziehungsweise je stärker sind häufig die Relevanzen dieser Themen. Das heißt, es macht relativ wenig Sinn, jetzt hier das Ganze im 5-Minuten- oder im Stundenchart sich anzuschauen, sondern diese großen, starken Bewegungen, die kommen ja nicht in den kleinen Zeiteinheiten, sondern die kommen ja in den großen Zeiteinheiten. Das heißt,
man führt ja dann aus der Stunde in den Tag, in die Woche hinein. Und aus diesem Grund ist es halt so spannend, sich das Ganze mal anzuschauen. Wir gucken uns das Ganze hier im Euro-US-Dollar einfach mal an, in einem Monatschart. Ich mache das mal ganz kurz etwas kleiner. Und zwar möchte ich Ihnen erstmal den Monatschart hier zeigen, weil wir im Monatschart solche Bereiche des Öfteren auch schon gehabt haben, wo der Markt einfach raufgekommen ist nach unten. Ich kriege jetzt hier leider nicht noch deutlich mehr Daten rein, um mehr Historie zu zeigen. Das heißt, wir müssen uns aus technischer Sicht einfach mal kurz mit dem begnügen, was wir hier auch haben. Aber hier haben wir die Punkte, die wichtig sind. Also einen schauen Sie sich mal diesen Bereich hier unten an. Da ist der Markt also in diese Richtung, in diese Linie reingelaufen und danach haben die Marktteilnehmer den Markt doch sehr, sehr stark entsprechend nach oben getrieben. So, was ist dann passiert? Sie haben das vielleicht noch etwas im Hinterkopf. Wir hatten ja im letzten bzw. im vorletzten Jahr immer mal so die Mediennachrichten laufen. Ja, der Euro, US-Dollar wird bald nur noch 1 Euro kosten. So, das heißt, der Markt ist tatsächlich runter in diesen Bereich hier unten reingelaufen und hat halt mehrfach seinen Tief hier unten in diesem Bereich um die 105, 104 gefunden. Und er ist dann halt in diesem Bereich auch auf diese entsprechende Linie aufgelaufen. Und an diesen Punkten passiert es halt häufig auch, dass der Markt nicht einfach weiter nach unten fällt, sondern er dort erstmal etwas korrigiert. Das heißt, wieder in die Gegenrichtung läuft und starke Aufwärtsdynamik aufweist. Das hat ja hier unten in diesem Bereich schon einmal sehr, sehr schön funktioniert in die Long-Richtung und das hat jetzt hier in diesem Bereich im Jahr 2017 hier auch sehr hervorragend funktioniert. Der Markt hat ja hier sein Tief gefunden und ist dann, Sie sehen es ja selbst, wo wir gestanden sind, bis in die 1,25 entsprechend auch nach oben gelaufen. Das heißt, das ist ein spannender Bereich hier auf der Unterseite und auf der Oberseite sehen wir sowas hier genau. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, das ist jetzt ein Monatschart, den wir hier betrachten. Ja, also nichts für den 5-Minuten-Handel, sondern wirklich für die langen Schwünge, die wir haben, weil es gibt einfach genug Geld innerhalb dieser Schwankungsbreiten auch zu verdienen, weil das braucht es dann einfach für das Research und da kann man dann sehr viel machen, weil an diesen Punkten kann dann auch in den kleinen Bereichen getradet werden, sowie auch in der Stunde oder im Tag oder in der Woche. Das ist halt das Spannende, dass diese Punkte für so viele verschiedene Zeitrahmen Relevanz haben und auch für so viele verschiedene Trader-Typen entsprechend auch relevant angewendet werden können. Also ein nebenberuflicher Trader kann damit genauso gut arbeiten und Rendite machen, dann halt über die Zeit. Da nehmen sie also mehr Schwung mit aus dem Markt, wie auch ein jemand, der sich sagt, ich möchte jetzt hier nur im kurzfristigen Bereich so ein bisschen die Price Action um diese Linie herum traden. Aus diesem Grund sind diese Linien auch so spannend, weil sie für viele zum Traden benutzt werden können. Und Sie sehen auf der Oberseite beim Euro-US-Dollar genau das gleiche Bild. Wir haben hier eine fallende Trendlinie nach unten und der Markt ist jetzt hier in den letzten Monaten immer wieder in diesem Bereich auch angekommen und auch dort gab es immer mal wieder so ein bisschen Price Action auf der Unterseite, wo der Markt nach unten gelaufen ist. Das heißt, es kann hier durchaus auch wieder passieren, dass der Markt jetzt etwas nach unten abprallt und hier in diesem Bereich etwas nach unten fällt. Und wenn man dann einmal in die untergeordneten Zeiteinheiten auch hineinschaut, wird man sehen, dass sich da dann entsprechend, hier müsste sich dann entsprechend natürlich auch ein Abwärtstrend bilden. Das heißt, mit Blick in den Tag hinein, schauen wir mal ganz kurz rein, da sehen wir ja schon, was sich hier in dieser Richtung momentan so ein bisschen andeutet. Das heißt, mal mit Blick in den Tageschart hinein, schauen Sie mal, wir haben momentan hier die Situation, dass der Markt hier oben über diesen Bereich nicht wirklich weiter hinaus wollte. Wir haben schon zweimal die Abwärtsdynamik entsprechend auch gehabt. Der Markt ist nochmal oben rangelaufen und jetzt haben wir hier wieder die Situation, dass die Märkte so ein bisschen abwärts tendierend sind. Das heißt, der Markt spielt momentan so ein bisschen an der Linie und es wird möglicherweise eine Entscheidung auch geben und diese Entscheidung an diesen Linien kann halt auch immer in beide Richtungen laufen. Also das auch wieder schön für das Thema Spannungsmoment im Trading. Da kann viel Bewegung reinkommen, viel Volumen und das ist ja wichtig. Und hier, wenn der Markt beispielsweise nach unten läuft, dann haben wir jetzt hier halt die Korrektur entsprechend gesehen und sehen dann, wenn der Markt das Spiel, den Abprall nach unten läuft, dann haben wir halt hier doch etwas Marktbewegung nach unten zu erwarten. Also das sind Dinge, die können hier ohne weiteres passieren an diesen Linien. Und in diesem Bereich hatte ich ja in dieser Woche auch ein Währungspaar vorgestellt, das genau in diesen Fakt dieser Multi-Timeframe Resistance Line, also dieser starken Widerstandslinien fällt. Und zwar ist das Währungspaar Austral-Dollar-US-Dollar. Und das ist
liebe Zuschauer, sehr, sehr, sehr spannend. Wir werden auch gleich sehen, warum das so spannend ist. Ich mache Ihnen mal ganz kurz den Wochenchart hier an. Oder war ein kleiner Augenblick. So, hier haben wir es. Genau. So, jetzt zeige ich Ihnen mal die entsprechende Linie ein. Ich nehme am besten gleich die, die da ist. Da muss ich nicht extra zeichnen. So, schauen Sie mal. Das hier, dieser Bereich vom Prinzip her, hier in diesem kleinen Augenblick. So, warten Sie. Ich glaube, ich habe das falsche Währungspaar genommen. US-Dollar, Austral-Dollar, genau, der Wochenchart, genau. Hier hat der Markt vom Prinzip her auch an solchen Linien einfach wieder nach oben rumgedreht. Schauen Sie es an, der Markt ist hier in diesem Bereich auch schon im Vorfeld einmal rangelaufen und wieder schön nach oben gelaufen. Der Markt lief wieder stark nach unten, lief wieder nach oben. Und jetzt haben wir hier vom Prinzip her auch im Beispiel das Thema gehabt, der Markt ist an diesem Bereich hier unten auch wieder rangelaufen und Stück für Stück nach oben entsprechend abgedreht. Das heißt, hier ist ein doch sehr, sehr wichtiger Bereich, den wir hier in diesem Moment auch haben. Und wenn wir sehen, dass der Markt in diesen Bereichen auch ansteigend ist, in diesen Großbereichen, dann ist das ein wichtiger Punkt. Und wenn wir jetzt hier mal noch etwas näher in den Markt hineinzoomen, dann sehen wir vom Prinzip her auch den Bereich, den wir hier in diesem etwas anderen Widerstandslevel haben. Ich mache mal ganz kurz diese Linie für Sie aus dem Chart hinaus. So, löschen bitte. Dann haben wir hier aktuell den Markt ebenfalls wieder in so einem Bereich laufen, wo wir eine Widerstandslinie haben, die seitdem in der Aufwärtsdynamik vom Prinzip her seit Januar 2016 uns im Markt auch begleitet hat, wo wir gesehen haben, der Markt ist immer mal wieder an diese Linie runter tendiert und dann wieder nach oben angestiegen. Das heißt, wir sind hier tief zurückgelaufen auf diese Linie und dann haben vom Prinzip her die Marktteilnehmer angefangen, nach oben zu kaufen. Immer wieder dieser Absprung, dieser gleiche Absprung. Und das Spannende, was jetzt hier in diesem Bereich passiert ist, wir sind wieder hier unten rangelaufen und ich hatte das im Blog-Eintrag auch vorgestellt, wir sollten jetzt hier auf ein Abpreissignal auch warten. Und da schauen wir einfach mal in die Woche hinein. Das sieht dann halt wirklich so aus, dass der Markt einen Aufwärtstrend auch macht. Und genau das ist ja das Bild, was hier entsprechend auch im Markt mit aufgetreten ist. Schauen Sie sich das mal an. Wir hatten jetzt hier vom Prinzip her, ich zeichne es mal ganz kurz ein, wir hatten hier den bestehenden Abwärtstrend im Markt auch gehabt. So, ich gehe mal ganz kurz die entsprechenden Korrekturen und Bewegungen noch mit durch. Also der Markt ist hier schön nach unten gelaufen. Die Korrekturbereiche sind dann entsprechend auch gut ersichtlich. Und dann hat der Markt jetzt vom Prinzip her Folgendes gemacht. Er hat untergeordnet damit begonnen, einen kleinen Aufwärtstrend zu bilden. Den zeichne ich Ihnen hier an dieser Stelle direkt auch mal ein. Das war untergeordnet allerdings nur ein Trend vom Prinzip her, der nach oben gelaufen ist. Das heißt, bis zum Bruch dieses Abwärtstrends, also dieses Bewegungshoch heraus, ist der Markt vom Prinzip her wirklich einfach nur ein Korrekturtrend gewesen. Aber jetzt ist genau der Punkt passiert, wo er diesen Abwärtstrend gebrochen hat. Und das gibt uns das Potenzial, dass der Markt dann entsprechend über die Punkte, die wir hier laufen haben, schauen Sie mal, der Markt läuft direkt auch in diesen hier eingezeichneten Widerstandsbereich auch rein und das, was dann im Folgenden kommen kann, ist diese Fortsetzung in diesem Bereich hier oben rein, dass wir auch diese Korrekturhochs entsprechend hier in dem Markt mit anlaufen können und wir möglicherweise eine Preisfortsetzung deutlich nach oben sieht. Ob er bis hier oben reinläuft, man weiß es nicht, keine Ahnung, es kann wirklich viel passieren. Aber der Markt dreht an solchen Linien ganz, ganz gerne rum. Und wenn wir drauf hören, was der Markt macht, dann können wir mit diesen wichtigen Widerstandslinien in diesen Bereichen auch sehr, sehr, sehr schöne, sage ich mal, Informationen finden, um unser Trading entsprechend im Research auf die wichtigsten Märkte auch zu fokussieren. Ja, an dieser Stelle, liebe Zuschauer, bin ich mit meinen fachlichen Themen für heute durch. Ich hoffe, die Einblicke haben Ihnen gefallen. Fragen sehe ich an dieser Stelle jetzt im Chat auf Facebook nicht. Das heißt, für all diejenigen, die das Webinar auch im weiteren Verlauf des Tages oder am Wochenende anschauen, ich wünsche Ihnen an dieser Stelle ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund, erholen Sie sich schön und freuen Sie sich auf eine neue Handelswoche mit spannenden Themen, die wir auch in der nächsten Woche wieder für Sie bereit haben. An dieser Stelle ein schönes Wochenende. Und bis bald, Ihr Mike Seile.